Ja. Cache war ja echt eine geile Map und wahrscheinlich kommt sie bald wieder. Tag, Leute, hey, ich zeig das denen da drin, weißt du? Da sind viele junge Pisser und ich bin nebenbei. FM Pwn, der alte Macher, hat uns zwei wunderschöne Screenshots von seiner neuen Cache-Version gezeigt. Darum dachte ich mir, ich zeige euch auch jetzt im Vorfeld ganz kurz ein paar Ausschnitte, ein paar Eindrücke von den alten Versionen von Cache, also von der Version aus CSGO, die zuerst da war und von der, die danach dann kam, diese super duper grüne, um jetzt dann auch diesen Kontrast zur neuen Version von Cache zu zeigen. Dieser Screenshot wurde unten am Ende von Ramp aufgenommen, und zwar circa an dieser Stelle hier. Und man sieht bereits jetzt, wie extrem viel sich verändert hat. Alleine hier links, die Sicht ist auf jeden Fall freier. Also diese Kiste ist nicht mehr vorhanden oder zumindest noch nicht enthalten. Wer weiß, ob da nicht vielleicht noch was hinzugefügt wird. Das gesamte Setting wirkt auch anders, alleine schon vom Licht her. Hier in der letzten Version wirkt es wie ein ganz normaler Tag. Die Sonne steht am Himmel und die Gebäude sind noch relativ intakt, wobei man schon erkennt, dass hier ja nicht mehr großartig gearbeitet wird oder wurde vor längerem. Die neue Version zeigt sehr stark den Zerfall von dieser Anlage. Jetzt natürlich auch nach einer gewissen Zeit. Cache ist ja auch älter geworden und die Baumaterialien haben sich verändert. Diese drei Statuen hier oben fallen natürlich direkt ins Auge. Die waren in der alten Version nicht da. Wo man einen ähnlichen Flair bekommen kann, ist hier auf B mit diesem fetten Symbol. Und das Ganze wird hier auf Mitte sehr stark ausgearbeitet sein mit den drei Herren, mit den AKs im Anschlag. Für mich ist dieser Cache-Remake ziemlich besonders, weil Cache früher meine Lieblingsmap war. Deutlich weiter vorne als zum Beispiel auch Inferno. Das könnte man ja im Moment meinen, dass das meine Lieblingsmap ist. Ich spiele sie eben auch extrem gerne und ja doch, es ist eigentlich auch aktuell meine Lieblingsmap, weil halt Cache nicht da ist. Aber das wird sich dann hoffentlich dieses Jahr ändern. Auf dem zweiten Screenshot sieht man weiterhin Mitte aus einer anderen Perspektive. Und zwar dann ungefähr aus diesem Bereich hier. Und was hier auch direkt wieder auffällt, ist, dass die Welt insgesamt größer und brachialer wirkt. Das haben ja viele gesagt, dass das bei CS2 generell so dieses Feeling ist, dass die Maps einfach gewaltiger wirken. Hier im ersten natürlich auch auf jeden Fall suggerierend, weil hier zum Beispiel die Box fehlt, die ja hier in dieser Version einfach schon alles etwas kleiner wirken lässt, weil die Box auch wirklich, wirklich riesig ist. Dieser neue Bereich hier gefällt mir extrem gut. Also natürlich die Details, die Steine und so weiter und so fort, die heruntergebröckelt sind. Hier hast du eben einfach nur einen, ja, Steinhaufen, einen Schutthaufen mit ein paar wenigen tatsächlichen Steinen oben drauf und diesen zwei Schaufeln hier. Da sieht diese Version natürlich deutlich besser aus. Das Lichtsetting wirkt vor allem hier so ein bisschen wie am frühen Abend. Also es wird gerade so leicht duster. Das gibt diesem Feeling des Untergangs, also einfach dieses Verbleibens und Zerfallens von der ganzen Map, eben auch nochmal ein schönes Flair. Wenn man sich jetzt hier auf der alten Map bewegt, dann ist dieses Feeling nicht ganz da von diesem Zerfall. Also man sieht schon, dass alles irgendwie alt und kaputt ist und auch langsam überwuchert ist mit Grün. Aber gerade weil es so grün ist, wirkt es vielleicht zu unindustrial. Wobei das hier schon trotzdem sehr gut rüberkommt. Also dieses Chernobyl-mäßige da mit dem verlassenen Krusch und allem drum und dran. Auf der anderen Seite wissen wir ja nicht, wie der Rest aussieht. Also es gibt hier noch nicht mehr zu sehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn die Map fertig ist, dass man hier auch nochmal ein bisschen was im Himmel, also im Hintergrund hat. Vielleicht auch, dass das Karussell übernommen wird oder ähnliches. Und dass die ganze Sache natürlich an jeder Stelle der Map extrem nice wirken wird. Diese ersten zwei Screenshots gefallen mir auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich freue mich stark auf Cache. Viele haben jetzt auch schon in den Streams gefragt, hey, wann glaubst du, kommt das nächste Content-Update? Wann kommen endlich mal Maps? Die meisten Fragen in der Hinsicht zwar eher nach Wingman-Maps, weil es halt da nur so wenige gibt, aber ja, auch die normalen Maps sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Und da sage ich wie alle anderen auch, das wird frühestens jetzt nach dem Major kommen. Das Major ist jetzt im März, es startet am 20. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, auf jeden Fall ist es Ende März auch schon wieder fertig. Und daraufhin folgen dann wahrscheinlich wieder einige Updates, also davon gehen alle sehr stark aus. Natürlich hängt der Map-Release von zum Beispiel Cache ja auch davon ab, wie weit FM Pwn nun mal ist, also ist er fertig oder nicht. Ich weiß nicht genau, ob er hierzu schon irgendwelche Infos gebracht hat, er ballert ja auch gerade sehr stark in Terra noch rein, vielleicht braucht Cache auch einfach noch eine kleine Weile, aber so overall wird man mit Content-Updates dann wieder nach März rechnen können, also ich denke dann halt einfach April. Natürlich würde ich auch gerne von euch wissen, was ihr von der neuen Cache-Version haltet, also von diesen zwei Screenshots und ob ihr euch schon auf Cache freut. Ich vermisse es auf jeden Fall sehr, hier reinzuballern. Da habe ich sehr viele schöne Erinnerungen auch über die letzten paar Jahre gesammelt, natürlich in den Streams mit euch zusammen. Ich treffe diese Entscheidung bewusst und quotiere mir selbst. Ich hatte alles schon im Warenkorb, dachte, nee. Meine nee! Zeit. Nee! Ah, oh, das okay, gut. Dann geht es. Oh mein Gott, was ist mit dem Molly passiert? Man nennt ihn Scorpioni, Macaroni, Cheating, Tortelloni. Und will auch wieder tolle, weitere, neue Eindrücke mit euch zusammen aufbauen können. Das wäre es dann schon wieder gewesen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun vor dem heutigen Livestream und denkt dran, heute auch wieder Knife-Giveaway. Heute und morgen ist dieses Knife-Giveaway noch geöffnet auf Twitch, also vorbei kann man mitmachen. Und machen wir jetzt noch geschwind hier eins?
Ja, komm, wisst ihr, was wir heute mal machen? Wir nehmen einen von den ganz neuen Stickern, sogar in Foil, und klöppeln den hier heute raus. Man nimmt automatisch am Giveaway teil, wenn man einfach was zu der ganzen Geschichte mit Cash und so weiter schreibt. Also vermisst man Cash, freut man sich auf Cash und so weiter und so fort. Und hier am Ende nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr da seid, dass ihr zuguckt, dass ihr die Daumen vergebt, dass ihr Kommentare schreibt. Wir wachsen gerade richtig schön. Willkommen an alle Neuen. Ich hoffe, es gefällt euch auch weiterhin und gebe nochmal den Tipp, kommt in die Livestreams. Da zocken wir alle gemeinsam, da haben wir alle zusammen Spaß und es ist einfach eine schöne Zeit gemeinsam, die wir da dreimal die Woche haben. Übrigens jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Ja, kommt vorbei, haut rein, danke für alles. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.